Du bist die Kraft, die aus Liebe Wunderschafft. Du bist die Kraft, die aus Liebe Wunderschafft. Sei herzlich willkommen hier in Anis Welt. Schutz vor negativem Runenzauber. In diesem Beitrag geht es um die andere Richtung der Runenmagie. So wie der eine sich Sonnenschein wünscht, wünscht der andere sich Gewitter. Bedenke daher immer, bei jeder Art von Magie, die du nutzt, ob sie im Einklang mit deinem Herzen steht. Alles, was du in Liebe aussendest, kommt dreimal verstärkt liebevoll zu dir zurück. Nun, es gibt auch die andere Seite. Und wenn du dich mit unlauteren Gedanken in diese Art von Magie begibst, kommt sie siebenfach auf dich zurück. Das sollte dir immer gegenwärtig sein. Neben dem überaus wichtigen Schutzkreis, der unbedingt visualisiert werden sollte, kannst du dir auch einen Kreis aus Kreide aufmalen und dich dort hineinsetzen. Malst du dir nun noch ein Pentagramm in den Kreis, achte darauf, dass du auf die eine Spitze, die nach oben gerichtet ist, schaust. Das Pentagramm ist ein fünfzackiger Stern, der schon mehr als 4000 Jahre verwendet wird. In der Darstellung mit einem Zacken nach oben stellt dieses Symbol die Kraft der Weiblichkeit und Schutz dar. Umgekehrt wird damit ein Drudenfuß charakterisiert. So wird es im phönizischen Alphabet dargestellt. Außerdem bedeutet es Penta Alphas, 5 mal A. Daher ist es wichtig, dass wenn du Schutzrituale durchführen möchtest, die Spitze nach Norden ausgerichtet und du dich in die Mitte nach Norden blickend setzt. Der fünfzackige Stern in einem Kreis wird auch als Pentakel bezeichnet. Die fünf Zacken stehen für den Geist und die vier Elemente. Alpha bedeutet auch Anfang, Geist, Höchster, Größter und Bester. Obwohl das Heidentum weitaus älter ist als die christliche Auslegung des Pentagrammes, wird es mit Satanismus in Verbindung gebracht. Unsere Vorfahren war allerdings das Konzept eines personifizierten Herrschers des Bösen völlig unbekannt. Trotzdem sollte auf die richtige Handhabung größten Wert gelegt werden. Möchtest du dich vor negativem Zauber schützen? Stelle dich in das Pentakel und drehe dich dreimal rechts herum. Möchtest du Schutz zu dir rufen? Drehe dich dreimal links herum. Um dich vor weiteren negativen Einflüssen zu schützen, möchte ich dir nun die Runen und ihre negativen Aspekte vorstellen. Danach möchte ich dir noch einen Einblick in die Farblehre geben. Fehu. Die Negativseite von Fehu zeigt an, dass du geizig bist. Du setzt Geld als Machtmittel ein, um über andere zu herrschen. Urus zeigt auf der Negativseite an, dass du faul bist. Du zeigst zu wenig Einsatz bei dem, was wichtig ist. Turisatz weist wie der Donnergott Thor auf jähzornige Handlungen hin. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Ansus weist auf ein ambivalentes Verhalten hin. Außerdem hältst du nicht das, was du versprichst. Deine Worte, auch wenn es viele sind, tragen keinen Wert. Raido zeigt im negativen Sinne Stillstand an. All deine Bemühungen, etwas zu ändern, finden nur in deinem Gedankenkarussell statt. Nichts wird in der Realität umgesetzt. Kenas. Deine Gefühle im Zaun zu halten, fällt dir schwer. Du trittst mit deinem aufbrausenden Temperament auf die Gefühle deiner Mitmenschen herum. Gebo. Du lässt dich von vorne bis hinten bedienen. Nehmen ist deine Devise.
geben tust du nichts. Wunyu, dir fällt es schwer, mit deinen Emotionen umzugehen. Die Gefühle, die du zum Ausdruck bringst, wirken aufgesetzt und unangebracht. Hagalas, du kannst dich sehr schlecht auf neue Lebenssituationen einlassen. Du trauerst dem Alten nach und bist total unflexibel. Nauditz, Prognosen anderer nimmst du als gegeben hin. Du hast deinen Biss verloren und hast dich und deine Ziele aufgegeben. Isa, du hast dich komplett aufgegeben und steckst mitten in einer Depression. Jera, du verstehst den Kreislauf nicht. Es fällt dir schwer, auch mal geduldig zu sein und Entwicklungen abzuwarten. Aiwas, es fällt anderen leicht, dich auszunutzen. Du gibst und gibst und gibst und erhältst nicht mal ein Danke dafür. Pertru, du siehst nur dein eigenes schweres Schicksal und verlierst dich darin. Elas zeigt dir, dass du vor lauter Ängsten dein Leben versuchst, auf sämtlichen Ebenen zu schützen. Du bist so traumatisiert, dass du vergessen hast, zu leben. Sovilo deutet direkt auf einen Burnout hin. Du verbrennst ständig deine Energie und ruhst dich niemals aus. Tivas, du erwartest Dank für deine aufopfernden Tätigkeiten. Aber niemand hat dich darum gebeten, als Märtyrer für die anderen zu wirken. Tivas deutet klar auf Narzissmus hin. Berkanu, deine Geheimnistuerei verstehen viele nicht. Du spielst immer mit verdeckten Karten. Evas, in deinem Eifer gehst du über die Bedürfnisse deiner Mitmenschen hinweg. Manas zeigt dir an, dass du dir einbildest, über andere Menschen herrschen zu dürfen. Gönnerhaft göttlich gehst du mit deinen Mitmenschen um. Lagus zeigt dir an, dass du unter cholerischen Anfällen leidest und damit deine Mitmenschen traktierst. Ingvas deutet auf unheimlich viel Ungeduld hin. Du willst alles, und zwar jetzt und sofort. Zu Degas passt der Spruch: Wir tragen viele Masken und haben kein Gesicht. Du versteckst dein wahres Gesicht hinter einer ständig lächelnden Maske. Othala macht dich stur und unflexibel. Du bist nicht dazu bereit, neue Wege einzuschlagen. Das waren die Negativseiten der einzelnen Runen. Kommen wir nun zu der vorhin erwähnten Farblehre. So wie jede einzelne Rune für einen bestimmten Zweck genutzt werden kann, so dienen auch Farben dazu, diese Energien zu unterstützen. Die Farbe Blau steht hierbei für Wasser, Heilung, Schutz, Meditation und Geheimnisse. Braun für die Magie der Erde, allgemein für Erdung und das Leben. Freya als Sonnengöttin unterstützt die Farbe Gelb, die für Glück, Gesundheit, Wissen, Wahrheit und Lebensfreude steht. Orange unterstützt deine Gefühle, Erfolg, Ruhe und steht für das Ende des Tages. Liebe, Kreativität, Energie, Streitsucht, Krieg, der Wille und das Verlangen symbolisiert die Farbe Rot. Zum Schutz vor unerwünschten Energien, Verteidigung und zur Unterstützung magischer Arbeiten ist Schwarz die Farbe, die gewählt werden sollte. Violett hilft dir, ein einfacheres Eintreten in die Anderswelt zu erhalten. Weiß wird zum Schutz eingesetzt, weil es alle Farben in sich vereint. Die Farbe Grün unterstützt den Eintritt in neue Lebensabschnitte, Wohlstand und Fruchtbarkeit. Sie schenkt dir diese Energie und zieht auch andere Menschen in deinen Bann. Kombinierst du nun die Runen mit den Farben, kannst du dementsprechend Schutzzauber oder Bannzauber wirkungsvoll herstellen.
Ich hoffe, dir hat diese Erklärung der Runen gefallen und du bist auch bei meinem nächsten Beitrag wieder mit dabei. Alles Liebe, deine Annie.